Hinterfragen finde ich als Journalist immer gut, gerne auch Bill Gates. Aber dann bitte am Ende damit leben können, wenn nicht die erstbeste Sündenbock-Wahrheit dabei rauskommt. Meine Meinung. Und Ihre? Ich habe Ihnen Michael Kretschmer versprochen, Sachsens Regierungschef, und da ist er. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kretschmer, da brüllt Ihnen einer entgegen, Sie hätten das deutsche Volk ins Unglück gestürzt. Kommt man da mit rationalen Argumenten überhaupt durch? Nein, jemand, der so schreit, will, glaube ich, auch gar nicht diskutieren. Aber ich habe am Samstag bei dieser Demonstration sehr Unterschiedliches erlebt und bin deswegen ganz froh, jetzt auch darüber berichten zu können. Menschen, die sich Sorgen machen, Menschen, die wahrscheinlich solche Filme gesehen haben und Informationen bekommen haben, wie Sie sie gerade in den Beiträgen vor mir gezeigt haben. Und dass das etwas mit Menschen macht, dass dieses Phänomen, dass das Internet immer die eigene Meinung bestätigt, das wissen wir ja. Und deswegen hilft nichts anderes als miteinander sprechen, erklären, zuhören und auch reflektieren. Sprechen ist ja immer gut, aber ich frage es natürlich, mit wem? Letztlich heißt es doch, die, die am lautesten brüllen, mit denen wird gesprochen, die werden gehört. Da kommen die Politiker hin und twittern das dann. Das wäre schlecht, wenn das so wäre. Wir haben ja, um die Entscheidungen zu treffen zu Corona, ein breites Meinungsspektrum eingeholt. Wir haben uns abgestimmt in Deutschland. Wir haben angeschaut, was andere europäische Länder machen und haben unsere Entscheidung wohl begründet und abgewogen getroffen. Die Dinge verändern sich und es ist absolut richtig. Der Staat muss Eingriffe in die Freiheit sehr genau begründen. Sie müssen immer verhältnismäßig sein und in dem Maße, wie jetzt das Ansteckungsrisiko sinkt in Deutschland, müssen auch die Maßnahmen zurückgeführt werden. Und Eigenschutz, Eigeninitiative, Eigenverantwortung muss wieder mehr in den Mittelpunkt kommen. Wir erinnern uns ja auch alle noch, wie das damals in Dresden mit Pegida anfing. Hatten Sie das im Kopf bei der Entscheidung, selbst zu der Demo zu radeln? Nein, meine Erfahrung ist, und das ist eben das, was mich auch seit vielen Jahren umtreibt, wir müssen mit den Menschen sprechen, die Fragen haben und nicht sortieren zwischen erlaubten und nicht erlaubten Ängsten. Wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Deswegen kann auch eine Position vertreten werden, die ich im Teil, im Grundsatz komplett ablehne. Aber ich muss zunächst erst einmal bereit sein, miteinander zu sprechen. Es gibt eine Sache, die komplett klar ist. Urteile werden in diesem Land nur von Gerichten und von Richtern gefällt. Das ist das, was im Grundsatz steht. Und ansonsten müssen wir es ertragen, dass es Leute gibt, die auch Meinungen haben, die wir ablehnen. Aber ich rate uns allen sehr dazu, nicht Menschen in einen Topf zu sortieren und in Ecken zu stellen. Das war auch an diesem Samstag sehr deutlich. Es ist ein breites Spektrum. Und auch dort war es so, dass aus der Gruppe heraus diese Schreihälse auch angesprochen worden ist. Lassen Sie das, wir wollen reden, hören Sie auf, hier rumzuschreien, gehen Sie woanders hin. Das gehört eben auch zu dem Bild. Kurze andere Frage noch, auf den Videos von der Demo tragen Sie keine Maske. Der Abstand ist auch nicht immer da. Gelten die Regeln nicht auch für Ministerpräsidenten? Doch, die gelten für mich auch. Und ich weiß, dass das grenzwertig war. Wir werden das jetzt auch noch mal auswerten. Ich bin ja hingefahren, nicht um an einer Kundgebung, an einer Veranstaltung teilzunehmen, sondern ich habe am Anfang mit vielen Menschen einzeln gesprochen, ordentlicher Abstand. Die saßen auf ihrer Decke und haben mit mir gesprochen. Und dann kamen immer mehr dazu. Richtig wäre schon gewesen, dort die Maske umzumachen, auch wenn oft der Abstand war. Aber wissen Sie, das war eine solche Dynamik. Es waren anderthalb Stunden ganz intensives Sprechen mit ganz verschiedenen Menschen, mit immer wieder auch neuen Argumenten. Und ich gebe zu, ich habe dann nicht mehr an die Maske gedacht, die mir sonst sehr, sehr wichtig ist, weil ich im Kern der festen Überzeugung bin, 1,50 Meter Abstand und Mundschutz bringt uns durch diese Zeit. Und daran sollten wir uns alle halten. Michael Kretschmer, vielen Dank. Bitte.